10 Jahre Soundframe, eine großartige Reise mit vielen Facetten. Mich hat eigentlich interessiert, wie auch jedes Jahr andere oder ein anderes großes Thema im Vordergrund stand. Natürlich ging es immer in der Substanz um audiovisuelle Kunst, aber doch von sehr, sehr verschiedenen Perspektiven. Noch vor 50 Jahren hat das Bewegtbild eine untergeordnete Rolle im Leben gespielt. Das waren die Lichtspielhäuser, die Kinos, dann der Fernseher. Mittlerweile sind die Screens im öffentlichen Raum. Jeder tragt sein Multimedia-Device mit sich herum. Die Sprache wurde eine audiovisuelle Sprache, die Menschen sprechen, und das über Kontinente hinweg. Und natürlich hat sich die Kunst dieses Mittels auch angenommen, und ich finde, man sollte viel mehr Kraft der Kunst in diesem Bereich geben, sodass wir nicht von der kommerziellen Bilderwelt komplett überrollt werden. Du musst da sein an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt, wo diese Live-Performance stattfindet. Dadurch, dass in der audiovisuellen Kunst sehr viel auch im improvisierten Rahmen stattfindet und einfach funktioniert, glaube ich, ergibt sich da schon noch einmal ein gewisser Teilaspekt, der sozusagen dieses Arbeiten in Real-Time, in Echtzeit, im Live-Moment einfach nochmal ganz, ganz speziell macht. Unser Publikum ist, glaube ich, nach 10 Jahren auch bereit, sich da ein bisschen herausfordern zu lassen und auf neue Wege mit uns zu gehen und sich darauf einzulassen, dass mal was anders ist und dass vielleicht der Sound dann im Museum, wo du alles reinbringen musst, nicht ganz so perfekt ist, wie wenn es jetzt im Club oder im Theater oder im Konzerthaus stattfindet, das darauf ausgelegt ist. Soundframe ist die Botschafterin der audiovisuellen Kunst in Wien. Soundframe hat wesentlich dazu beigetragen, dass die audiovisuelle Kunst salonfähig geworden ist und dass sie in die Museen Einzug gefunden hat. Immer sehr spannend und eine sehr schöne Plattform, vor allem natürlich, um in Räumen, die man sonst natürlich die vielleicht nicht so zugänglich hätte, Dinge zu realisieren, die vielleicht auch sonst gar nicht passiert wären. Wo man verschiedene Kontexte mischen, also Grafikdesign, Animation, Architektur. Deswegen Soundframe sicher für mich auch sehr prägend und wichtig, weil es immer diese Spielwiese für alles einfach war. Du hättest ja auch ein Festival machen können, was wirklich jetzt nur im Event selbst, im musikalischen Event selbst punktet mit einem größeren Fokus auf Visuals. Tatsache ist, wir leben derzeit einen Umbau eigentlich unserer Gesellschaft in jeder Beziehung, weil die Digitalisierung natürlich als Innovationstreiber alles verändert und mit einer großen Geschwindigkeit verändert. Aber ich glaube, dass auch gerade die audiovisuelle Kunst eine großartige Kunstsparte ist, um viel von dieser neuen Zeit zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich mich zurückerinnere, damals 2007, war der größte Fokus tatsächlich noch, zumindest in der VJ-Szene, in der Visualistinnen-Szene, auf Videomixing. Aber so dieses computeranimierte, generierte ist eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren zum absoluten Fokus geworden. Wir feiern ja heuer das 10-Jährige. Ich würde voll gern ein bisschen über die Ausstellung reden, über das Konzept Retrospective. Eine Retrospektive zu einem Festival zu zeigen,
ist natürlich eine spezielle Herausforderung. Die Idee ist dann eben entstanden, dass wir das machen in Form einer Landschaft, also das Festival übersetzt in Form einer Topografie. Und da ist es dann naheliegend, eben anhand der Topografien Höhen und Tiefen eines Festivals darzulegen. Das Neue hat es ja immer schwer. Für den Augenblick bedeutet es natürlich, dass man wirklich hart arbeiten muss, um Akzeptanz auch ringen muss. Und ich glaube, dass auch die Qualität der audiovisuellen Kunst einfach noch viel mehr Berücksichtigung verdient. Im Zusammenhang mit dem Soundframe war es eigentlich so, dass für uns mit dem Soundframe der Aspekt der Installation und des Arbeitens an Bild, Ton, Skulpturen eigentlich immer stärker wurde. Das heißt, durch diese Möglichkeit, das nicht nur im Club auszuführen, sondern im Ausstellungskontext zum Beispiel, das war halt für uns dann in dem Fall die Herausforderung. Aber eben das macht ja auch Soundframe aus und hat es auch immer spannend gemacht für das ganze Team, dass dann nie so auf Erfolgsrezepte sich ausgeruht worden ist, sondern immer weiter geforscht worden ist. Also einfach diese Pionierarbeit nie als, okay, jetzt haben wir das mal abgehakt, ja. Jetzt haben wir gezeigt und jetzt machen wir dran weiter, sondern immer auf der Suche war. Festivals haben ja immer die Möglichkeit, dass sie zu einem begrenzten Zeitraum wirklich sehr, sehr viele Künstler zusammenbringen und da passiert natürlich sehr viel an Austausch, an Innovation, an neuen Möglichkeiten. Dass es das Festival in dieser Art nicht mehr gibt, das ist eine Entscheidung der Wiener Kulturpolitik zum großen Teil, indem sie das Festival nicht weiter also in dem Ausmaß fördert, wie sie es tun sollte. Also was jetzt Künstlerinnen betrifft, die zum ersten Mal da gespielt haben, letztes Jahr Andrea Triana beispielsweise war eine wunderschöne Premiere, Sohn oder Rob. John Wayne, kann ich mich erinnern, der zum ersten Mal in Österreich war, über uns. Commissioned Artworks, das ist natürlich auch ganz wichtig. Also gerade Ringing Bling beispielsweise, das im Hotel am Brillantengrund eine Ausstellung von uns war zum Thema Collective 2013. Also es geht weiter. Das war eigentlich für uns, haben wir das damals nicht gewusst, aber das war eigentlich der Anfang dann von einem internationalen Projekt. Das Kollektiv spielt eine wesentliche Rolle in der audiovisuellen Kunst, bei den Visualisten. Ringing Bling hat eine Karriere nachher hingelegt, war jetzt, glaube ich, schon auf 5 oder 6 Festivals international zu sehen, immer wieder in neuen Setups. Und das ist auch so eine schöne Geschichte, wenn man sieht, dass das auch weitergeht und dass das weit, weit über Soundframe hinausgeht, ganz oft. Da haben wir eben am Soundframe die Chance gekriegt, dass wir das praktisch starten. Was ich sehr wichtig fand immer, ist auch die Geschlechteraufteilung. Und es ist irrsinnig interessant, so sehr man es auch versucht, sozusagen wirklich da gleichberechtigt auch zu booken oder das Programm aufzustellen, kommen wir über die 25% Frauen leider einfach nicht hinaus. Also was mir rückblickend in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall der Ostersonntag 2009, was prinzipiell mehr oder weniger funktioniert hat und am Ostersonntag dann dazu geführt hat, dass eine sehr handverlesene Gruppe an zahlenden Gästen gekommen sind. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Soundframe sich von solchen Sachen jetzt auch nicht großartig demotivieren lässt, weil dann macht man halt eine Firmenfeier oder eine Teamfeier aus dem ganzen Event. Die Artists sind ohnehin schon da, es gibt durchaus genügend antialkoholisches und alkoholisches zu trinken, dass man sich den Abend versüßen kann. Und das war rückblickend betrachtet, glaube ich, durchaus eine der großartigsten Firmenfeiern, bei denen ich jemals war. Super, super Erlebnis war natürlich auch diese Schönberg-Ausstellung im Austrian Culture Forum in New York, die die Eva kuratiert hat, wo Lee und ich das Cloud Chamber dafür konzipiert haben. Aber es war auf jeden Fall so
Ich war noch niemals in New York. wäre wahrscheinlich auch nie, oder wer weiß, wäre wahrscheinlich nie passiert, wenn nicht durch Soundframe. Wir haben zum Beispiel auch dann so eine Soundframe-Worldmap gemacht. Und dann konnten die Leute auch ein bisschen immer darauf deuten, woher sie kamen, denn es waren ja wirklich viele aus Übersee auch da, also aus Amerika und aus England und ja, eigentlich aus allen Herren Ländern, also ziemlich vielfältiges Programm. 2011 ging es mit dem Titel Performance ja ein bisschen um zwei Dinge. Also das Form innerhalb der Performance ist herausgehoben. Und mir ging es damals auch um die Frage, inwieweit beeinflusst eine unterschiedliche performative Zugangsweise auch die Form. Da ging es schon wirklich darum, auch ein bisschen diese Abgrenzung zu schaffen. Wo ist die audiovisuelle Kunst verortet und was unterscheidet sie eigentlich jetzt beispielsweise von Videokunst, Medienkunst? Zum einen war es ja so, dass wir Substructions gewählt haben, weil es ein schwieriges Jahr davor war, wo ein großes Minus übrig geblieben ist, wo es wirklich darum ging, okay, können wir überhaupt weitermachen und wenn ja, wie machen wir weiter? Seit 2012 ist es eigentlich ja, sehr professionell durchgeplant. 2012, was so groß war, da will ich nur kurz sagen, dass halt das Geniale daran war, dass es immer eine Art Playground war. Und am Anfang spielt man dann halt wirklich groß, weil man auf einmal merkt, hey, ich habe jetzt auf einmal so ein paar Tools und ich habe auch ein paar Firmen und dann wird man halt immer größer beim Spielen und dann wird die Sandkiste erweitert man und man ist halt, also ein Enthusiasmus ist ja halt dem Soundfilm Festival nicht abzusprechen und das ist extrem wichtig. Ja. Trotz allem, mit und auch nach der Professionalisierung ist aber dieser Playground geblieben. Im ersten Jahr, wo ich dabei war, die Bespielung der Karlskirche mit TechTool, das war einfach auch beeindruckend, weil erstens mir diese Technologie neu war, also dieses Live-Zeichnen, das finde ich einfach immer noch genial und in dem Ambiente war es einfach auch super umgesetzt. Auch natürlich die Boiler Room-Sache. Damals ja noch relativ neu, noch relativ spannend irgendwie alles und halt dann eben Wien-Premiere, was ja irgendwie auch so ein wahnsinnig spannendes Setting war, eben so mit diesen Leinwänden, die sich so um dieses Skelett da gehoben haben, also hinter dem DJ-Pult. Ja, Highlights waren auf alle Fälle immer auch die Partys. Als Höhepunkt die kollektive Ausstellung im MAC. Es war irgendwie schön zu beobachten, wie das Jahr für Jahr irgendwie immer so, okay, was können wir noch irgendwie drauflegen? Beispielsweise Atom. Es ist eine audiovisuelle Live-Performance und ich würde es fast beschreiben, eine Art Luftballon-Ballett. Dadurch, dass ich die meisten Jahre der 10 erlebt habe, gibt es keine einzelne, die wirklich so raussticht, aber es sind halt viele schöne Sachen gewesen. Wenn man sich jetzt eine 3D-Animation vorstellt, ist das so ein Ding, was so Zacken hat und sich immer wieder irgendwie anders bewegt. Wie es sich gerade vorstellt, sein zu müssen. Ja, aber immer in dem gleichen Raum. Man hat so viele Ideen, man könnte so viel umsetzen, man kriegt so viele Anfragen auch von Künstlerinnen und Künstlern, wo man denkt, das wäre so toll, ich würde das so gern zeigen. Aber es fehlt an allen Ecken und Enden am Budget.
es geht oft wirklich auch darum, die Ressourcen, die man hat und die Möglichkeiten oder Potenziale, die man hat, irgendwie zu nutzen und das Beste daraus zu machen. Soundfam ist kein Platz, um Geld zu verdienen. Soundfam ist ein Platz, um sie in einem gewissen Maß zu verwirklichen, nämlich in dem Bereich, den man sie aussucht und in der Gesamtheit was auf die Beine stellt, wo man sie am Ende des Tages kollektiv auf die Schulter klopfen kann, dass das funktioniert hat, was man sich vorgenommen hat. Ein Bild war sozusagen diese Krone, wo wir uns angeschaut haben, wie schauen hierarchische Strukturen aus in einem Team, in einer Teamarbeit. Und es ist ja bei uns definitiv nicht der Fall, dass es so diese ganz klare Hierarchie gibt. Sind aber trotzdem dann auch drauf gekommen, dass eine gewisse Art von hierarchischer Struktur trotzdem wichtig ist. Und dann hat sich das sozusagen diese Krone ergeben mit mehreren Spitzen und den unterschiedlichen Zuständigkeiten, wo doch dann ein, zwei, drei Personen sozusagen sich drum kümmern und dann ihr Team dahinter stehen haben. Also zuerst muss ich, glaube ich, mal sagen, dass ich habe noch nie in einem so großartigen Team gearbeitet. Wirklich. Ich finde toll, dass wir einen sehr liebevollen, freundschaftlichen, sehr respektvollen Umgang miteinander haben. Best Team ever. Großartige Menschen, so gescheit, einfach sensationell. Was, glaube ich, schon auch so eine Qualität einfach von Soundfilm gerade im Team ist, dass alle extrem unterschiedlich sind, alle ihre sehr spezifischen Eigenheiten haben, aber jeweils daraus auch einfach wahnsinnig viel erwächst. Ich finde ja so irrsinnig schön, dass das Team so lange jetzt wirklich auch schon in einer gewissen Formation sozusagen besteht. Also gerade der Kern vom Team ist ja wirklich seit so vielen Jahren jetzt dabei und das ist einfach unfassbar schön. Es ist halt wie so eine ganz, ganz, ganz weit verzweigte Familie, wo auch die entfernten Cousins, die mal dabei sind und dann auch mal wieder jahrelang nicht dabei sind, trotzdem dann irgendwie zum großen Familientreffen, zum Festival wieder kommen. Wir stützen uns alle gegenseitig und motivieren uns aber dadurch auch und können auch Spaß miteinander haben und können auch seriös mit. Das ist einfach so ein, es funktioniert einfach und das ist nicht selbstverständlich, finde ich heutzutage. Das ist echt nichts Selbstverständliches. Unser Team ist großartig und hungrig. Es ist nicht einfacher geworden und es nimmt einfach viel Energie. Deswegen muss man sich halt einfach überlegen, wie man sie nicht verliert und wie man die Motivation nicht verliert und trotzdem weitermachen kann. Aber auf eine andere Art und Weise, jetzt nicht mehr in Form des Festivals. Vielleicht auch weg von diesem geballt einmal im Jahr zu verstreut aufs ganze Jahr. Vielleicht bringt das auch viel mehr Sichtbarkeit. Vielleicht bringt das viel mehr Bewusstsein und eine Projektionsfläche. Ja. Für die breite Masse. Ich glaube, dass es da noch ganz viel Potenzial gibt und ich freue mich da auch schon drauf, da noch mehr zu sehen. Wenn es so etwas gibt, was unsere Zeit auszeichnet, dann ist es die kollektive Intelligenz und die kollektive Kreativität. Was heißt das in der Praxis? Wen kann ich mir dazu holen, der oder die auch neue Perspektiven bietet und bei dem oder der auch eine Bereitschaft da ist, sich auf ein solches Abenteuer, auf eine solche Reise einzulassen. Dann ist es halt natürlich auch wieder vom Vorteil, wenn man auf einen Raum zurückgreifen kann, wo Produktionen leichter möglich sind. Also würde mich auch freuen, wenn sich Soundfilm dahin erwächst, dass es vielleicht ein Kulturzentrum in einer Art wird oder so und dann anderen jungen Leuten auch dann diese Möglichkeit gibt, damit zu spielen. Ich glaube, dass jetzt vor allem eine ganz andere Generation auch an Produzenten irgendwie herangewachsen ist. Wien ist immer noch ein bisschen hungrig. Die sind zwar jetzt alle ein bisschen älter, aber es gibt auch ein paar gute Junge, die einen ähnlichen Weg gehen oder ähnlichen Weg gehen wollen. Die Leute, die etwas aufbauen, glaube ich, wollen immer ein bisschen, dass es underground bleibt, Untergrund, unterhalb. Das ist aber immer noch da. Und das merkt man auch an den künstlerischen Beiträgen, dass es immer wieder auch junge Leute gibt, die richtig cooles Zeug machen. Also nach 10 Jahren ein Format wie das Soundfilm Festival enden zu lassen, stimmt dann natürlich im gewissen Maße ein bisschen betrüblich. Auf der anderen Seite bietet es eine Möglichkeit und löst auch unter Umständen, das werden wir jetzt in den nächsten paar Jahren sehen, auch neue Energien aus, um andere Dinge anzugehen. Bleib Botschafterin für audiovisuelle Kunst in Wien, in Österreich, Europa und auf der ganzen Welt. Aber ein Jubiläum. Da ist immer auch eine Gelegenheit, Danke zu sagen. Und mit diesem Dankeschön verbindet sich natürlich der Wunsch, nicht aufzuhören, auch wenn das künftig die audiovisuelle Kunst andere
Organisationsformen haben wird, auf mehreres Jahr verteilt sein wird. Aber ich glaube, hier weiterzuarbeiten im Interesse auch der audiovisuellen Kunst, das ist auch ein großer Wunsch von mir, dass das passiert. Und soweit wir im Markt helfen können, werden wir das tun. Aber nochmal ein herzliches Dankeschön und eine Gratulation auch zu den schönen Erfolgen. Ja, Soundframe, das ist für mich auch so das neue Wiener Herz, wie es tickt. Und dass es so tickt, das muss man auch sagen, das ist der Verdienst von Eva Fischer, die hier wirklich ihre ganze Energie hineingebracht hat in dieses Festival und hier sicher allgemein auch viel für die audiovisuelle Kunst in Wien gemacht hat, also über Soundframe hinaus, nämlich dem eine Wichtigkeit zu geben. Und diese Wichtigkeit, hoffe ich, die wird immer noch wichtiger mit den Collaborations. Es ist einfach schön, weil dann kommen einige Menschen für die eine Sache und die anderen kommen für die andere Sache. Und so entdeckt jeder vielleicht etwas Neues im Idealfall, sage ich mal. Und das finde ich eigentlich immer am spannendsten, wenn die Leute offen bleiben und sich neue Dinge und neue Eindrücke ergeben. Inspiration. Das Soundframe Festival in der Form, in der es bestanden hat, dass es ein fixer Bestandteil der Wiener Kulturszene ist, das immer im Frühling stattfindet, das immer in einem bestimmten Zeitrahmen, in einer bestimmten Länge, mit einer bestimmten Facette an Angebot stattfindet. Die Zeit oder die Möglichkeit hat es die letzten 10 Jahre gegeben, dem beizuwohnen, und in Zukunft wird es andere Möglichkeiten geben, Soundframe und audiovisuelle Kunst zu erleben. Und ich glaube, das wird genauso gut funktionieren, in welcher Form auch immer.